Aber ich kann es einfach nicht abwarten. Ich habe nicht die Geduld. Der Porsche ist da. Ich hatte leichte Aggressionen. Ich gebe es zu. Allerdings hat er mir fast die Hand gebrochen. Oh mein Gott, die ist so edel und so hochwertig. Wobei ich echt vorsichtig damit bin. Also auch mit dem Kurkuma. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute nehme ich euch wieder eine Runde mit durch meinen Tag. Allerdings bin ich gerade auf dem Sprung. Wir haben nämlich gleich einen Kieferorthopäden-Termin, also zwei meiner Söhne. Und ich wollte jetzt hier aber die Begrüßung quasi machen und dieses Video starten. Mal schauen, was so passiert. Ich habe einiges geplant. Nicht wundern, hier steht ein bisschen was rum. Ich bin nämlich im Moment am Aussortieren, Ausmisten, Umräumen, anders organisieren und ich habe jetzt gerade diese Nagellacktreppe hier sauber gemacht. Die würde ich nämlich ganz gern verschenken. Ansonsten habe ich noch ganz, ganz viele Klamotten aussortiert. Die werde ich dann noch zum Bayerischen Roten Kreuz bringen. Da hatte ich euch auch gefragt, was ihr meint, wo man das hinbringen könnte. Viele haben auch Frauenhäuser vorgeschlagen, Caritas und so weiter. Also mir total von diesen Kleidercontainern abgeraten. Und deshalb mache ich das also nicht. Ich habe jetzt unten alles vorbereitet, kann ich euch später mal zeigen. Der Liam hat außerdem die Spardose hier in der Mangel gehabt. Die hat er runtergeworfen und dann ist das ganze Kleingeld hier auf dem Boden gewesen. Das musste ich jetzt alles zusammensammeln, denn das wollte ich noch zur Sparkasse bringen. Ich muss schauen, dass ich hier irgendwie einen Schutz dran mache, weil er eben an diese Schubladen bzw. Schränke kommt und da war die Spardose eben drinnen. Ja, außerdem steht da noch ein bisschen anderes Krutschzeug rum, das kommt jetzt ins Auto. Wenn ihr dieses Video schaut, bin ich wahrscheinlich in Italien. Ich muss mal gucken, wie ich dazu komme, das Video zu schneiden. Ich werde eine Woche in Italien bleiben bei meiner Mama, um sie ein bisschen zu unterstützen. Nicht nur um Dinge zu erledigen, sondern eben auch so ein bisschen eine seelische und moralische Unterstützung zu sein. Das ist alles natürlich überhaupt nicht einfach, aber es ist natürlich auch nicht einfach für mich, einfach mal dahin zu fliegen. Ich werde auch nicht lange bleiben, weil es einfach ja, schwierig ist, das unter einen Hut zu bekommen. Aber besser als gar nichts. Ich fliege alleine mit dem Liam hin und ja, schauen wir mal, wie das läuft. Jedenfalls muss ich jetzt dafür auch noch 10.000 Sachen erledigen. Ich habe schon fleißig aussortiert, wie gesagt. Ich nehme euch auf jeden Fall mit in diesem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. So, let's go. Oh mein Gott, was ein Stress. Stress des Grauens haben wir wieder, ne? So, let's go. So, wir sind endlich da. Ich hatte leichte Aggressionen, ich gebe es zu. Autofahren macht etwas aggressiv. Wenn du vor dir einen hast, der bei freier Sicht, also gutem Wetter, die Fahrbahn ist frei, auf der Landstraße 60 fährt und du einen Termin hast, dann bekommst du leichte Aggressionen. Ja, aber ich habe mich natürlich wieder beruhigt. Oh, alles ist gut. Ja. Und jetzt sind wir da. Jetzt gehen wir mal hoch zu dem Kieferorthopäden, der übrigens total nett ist. Und der Gianluca jetzt seinen ersten Termin hat. Ich bin gespannt, denn es sind dann 4 Kinder bei diesem Kieferorthopäden gleichzeitig in Behandlung. Ich hoffe, dass ich einen kleinen Rabatt bekomme. Ich werde ihn mal fragen. Also los geht's. I belong to you. So, da sind wir. Da ist der Gianluca. Ich hätte ja auch gerne wieder eine Zahnspange. Die haben sich ganz schön verschoben bei mir. Ja, aber der Gianluca hat wirklich richtig schöne Zähne, hat unsere Zahnärztin auch gesagt. Nur unten sind sie ein bisschen schief. Ganz kleines bisschen. Müssen wir jetzt mal gucken. Na? Und da ist der Liam. Der Liam ist immer mit am Start. Immer. Ich hatte ja ein Herbstscharnier, aber das hat überhaupt gar nichts gebracht. Oh Gott, das war so teuer, dass der Kiefer weiter vorkommt. Ne? Aber es hat gar nichts gebracht. Ein bisschen was. Aber für das Geld. Da, schau mal, wer sind das? Oh, das ist ja der Liam. Nicht den Spiegel kaputt machen, das bringt Unglück. Liam, gell, du möchtest auch eine Zahnspange? Du hast auch erst 2 Zähne. Oben kommen die anderen 2. Die Hose rutscht voll nach oben. Ah. So, die sehen ja süß aus. Ich habe das hier schon zu Hause und ich kaufe halt immer sowas zum Nachfüllen, bevor ich immer so ein Teil kaufe. Ja, Quatsch, ne? Und weiter geht's. Und hier ist der Ingwer-Shot. Hatte ich euch auf Instagram erzählt. Habe ich jetzt selber gemacht. Richtig lecker, wenn man das selbst macht. Deshalb bleibt es da. Ne?
Stimmt's? Und dir schmeckt's, ne? Ich habe gerade überlegt, sowas mal mitzunehmen, aber eigentlich kann man das doch ganz leicht selber machen. Ne? Oder? Was meint ihr? Ich überlege gerade. Zieht mich ja wieder die Verpackung an, bin ich ja ehrlich. Aber ich lasse es mal lieber da. Schaut mal, was ich hier gerade entdeckt habe. Kannte ich gar nicht, das Produkt. Und ja, es steht ja auch da, ganz neu. Ist eine Seife. Ich habe gerade mal dran gerochen. Richtig, richtig gut. Ist halt gut für Verpackungen, Material, Müll und so weiter, ne? Also da ist einfach so eine Seife drin. Ich kann es euch ja mal zeigen kurz. So. Und die hier duftet besonders gut. Also ich würde die hier bevorzugen. Ja, ich glaube, ich nehme die mal mit. Probiere ich mal. Die hier sind alle so lecker. Überlege ich gerade, ob ich das mal mitnehmen soll. Oder wieder das Typische für uns, das hier. Und hier, das zieht mich natürlich auch immer an. Aber ich habe jetzt meine Masken für mich entdeckt, deshalb lasse ich die jetzt da. Ich habe nämlich noch zwei zu Hause. Aber das sieht immer so schön aus. Ist übrigens nicht mein Kind, das da hier gerade weint. Nur zur Info. Ja, meiner ist hier. Ne? Schmeckt's dir? So, wir sind wieder da. Oh mein Gott, es regnet Hunde und Katzen. Dieses Wetter ist der absolute Wahnsinn. Oh, ich sehe wahrscheinlich aus wie so, ja, keine Ahnung, ist doch egal jetzt. Ich habe übrigens am Mittwoch einen Friseurtermin. Ich habe es euch schon auf Insta erzählt. Ich kann euch dazu gerne mitnehmen. Jetzt ziehe ich mich erstmal soweit um, beziehungsweise ziehe mir mal einen Blazer aus und zeige euch die Sachen von TK Maxx. Und dann schauen wir mal, was wir weiteres machen. So, da bin ich. Es war übrigens total cool beim Zahnarzt. Ich hatte euch ja gesagt, dass er super sympathisch ist. Und es so ist, dass der Gianluca eigentlich keine Zahnspange benötigt, was natürlich total schön ist. Er hat unten so ein bisschen eine Fehlstellung und er meinte, dass wir das auf jeden Fall machen können. Das dauert circa 3 Monate, da würde er einfach Brackets drauf bekommen und er hat mir einen super Preis gemacht. Also wie gesagt, er ist total nett. Allerdings hat er mir fast die Hand gebrochen. Das wird wahrscheinlich unser Running Gag, denn er hat mir die Hand gegeben und ich musste die Hand so richtig zurückziehen, weil es so weh getan hat. Ich mag das ja, wenn man festen Händedruck bekommt. Ich kann das überhaupt nicht leiden, wenn man nur so Larifari, so ganz leicht einem die Hand reicht. Ich weiß nicht, wie geht's euch? Wie findet ihr das? Also, es gibt ja auch Menschen, die mögen das eigentlich gar nicht, ne? So Körperkontakt, dass man irgendwie angefasst wird, ne? So am Arm mal kurz oder an die Schulter. Aber so ein Händedruck, so ein fester, das finde ich, gehört halt schon dazu. Allerdings war der jetzt wirklich ein bisschen zu fest. Wir haben uns kaputt gelacht. Naja, gut, sei es drum. Ich muss mal schauen. Wir haben jetzt einen Termin im Februar gemacht für den Gianluca und dann nehmen wir das auf jeden Fall in Angriff. Und ich zeige euch jetzt, wie versprochen, die Sachen von TK Maxx. Die Sachen sind so, so schön, wirklich. Vielleicht ist es eine Inspiration für euch. Und ich starte mal mit diesem wunderschönen Teilchen hier. Das ist so eine Box. Die sieht so aus. Und ich finde die so edel, so hochwertig vor allen Dingen. Und die hat 4,99 Euro gekostet. Hier mit dem Gold. Richtig, richtig schön. Und jetzt Achtung, ich habe dazu diese wunderschöne Schale hier gekauft. Auch wieder hier mit diesem Türkis und Gold. Oh mein Gott, die ist so edel und so hochwertig. Also wirklich, das war ein absoluter Schnapper für 6,99 Euro. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Hier ist die Marke. Ich weiß nicht, kenne ich jetzt nicht. Aber dieses Produkt hier ist auf jeden Fall seine 7 Euro wert, wenn nicht noch mehr. Richtig, richtig schön. Und ich finde diese beiden Sachen eben in Kombi richtig toll. So. Auf den Schreibtisch stellen zum Beispiel. Gefällt mir sehr gut. Und dann durfte noch diese schöne Lampe hier mit. Die sieht so aus. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. So. Ja, mega, mega schön. Die kommt ins Schlafzimmer. Ich habe nämlich neue Möbel und da wollte ich die dann eben draufstellen. Ansonsten habe ich für meine Mama Mozart Kugeln Dingens mitgenommen. Das sind jetzt nicht die Original-Mozart-Kugeln. Also es ist schon Mozart, aber ich habe noch die anderen. Und zwar diese hier mitgenommen. Das sind ja die Original-Mozart-Kugeln. Und die kosten halt bei TK Maxx nur 3,99 Euro. Und wenn du die halt im Laden kaufst, kosten die ein Schweinegeld. Und dann habe ich hier noch die dazu gekauft und noch eine Packung. Diese hier. Meine Mama liebt die. Die freut sich immer voll, wenn ich die mitnehme. Die haben nur 2,49 Euro gekostet. Ja, das ging auf jeden Fall voll klar.
Und dann kann ich euch noch zeigen, was ich beim DM mitgenommen habe. Und zwar Gerstengras, dieses hier. Wobei ich echt vorsichtig damit bin, also auch mit dem Kurkuma, denn ich still ja noch und ich habe irgendwie Angst. Also meine Hebamme hat mir damals gesagt, ich soll mit Kurkuma vorsichtig sein, weil das der Liam schmecken könnte und dann vielleicht nicht mehr die Brust will. Hat meine Hebamme gesagt, ich weiß es nicht. Und es ist jetzt auch nicht zwingend notwendig, dass ich Kurkuma, goldene Milch und so weiter trinke. Und genauso wenig dieses hier. Aber ich habe es jetzt mal mitgenommen. Ist ja auch noch sehr lange haltbar, bis 2021. Und ja, und dann habe ich noch diesen Mandeldrink hier, Natur, mitgenommen. Das mag ich sehr, sehr gerne. Kaufe ich eben immer bei DM. Und ansonsten noch dieses hier. Und zwar Ingwersaft, weil ich ja mal diesen Ingwer-Shot gemacht habe. Und ja, das irgendwie sehr lang gedauert hat, bis ich den ganzen Ingwer abgerubbelt hatte. Und ich heute Abend mir diesen hier gönnen möchte, also einen Schluck, weil ich echt jetzt mal keinen Bock hatte, den Ingwer zu schälen. Ich weiß, es ist eigentlich keine Arbeit, ne? Aber wenn es mal schnell gehen muss. Ja, und dann habe ich noch ein paar andere Sachen mitgenommen bei DM. Hier ist der Kassenzettel, aber die habe ich jetzt schon verräumt. Jo, und ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt hier ganz normal weiter. Ich koche eine Runde und dann schauen wir mal, was noch so passiert. Ich muss mir jetzt dringend den Nagellack abmachen. Der sieht so schlimm aus. Ich hatte den vorhin eigentlich schon ab, habe mir nochmal drauf gepinselt, aber ich kann es einfach nicht abwarten. Ich habe nicht die Geduld und ja, deswegen sieht er echt ganz schlimm aus. Meine Schwester hat mir diese Pads hier mitgebracht aus England. Die hatte sie mal in Italien vergessen und da habe ich sie dann verwendet. Und also als ich bei meiner Mama war und habe so davon geschwärmt, dass sie sich daran erinnert hat und mir jetzt welche gekauft hat. Also die Dinger, die sind der absolute Wahnsinn. Ich habe noch nie so ein gutes Produkt gehabt, um Nagellack zu entfernen. Die sind auch so ein bisschen ölig und man hat total das Gefühl, dass die Fingernägel dadurch gepflegt werden. Und es geht halt super, super schnell und es stinkt nicht. Also die sind ganz neutral, die haben überhaupt keinen blöden Geruch. Und ich bin total begeistert. Ich muss Steffi mal fragen, wo sie das kauft und ja, werde euch gerne sagen, wie das aussieht. Also das Produkt, wie genau der Name ist. Und wir gehen jetzt mal eine Runde gemeinsam runter. Das ist auch immer hier lustig, weil ich immer so drüber steige und das Türchen nicht aufmache. Ich wollte euch nämlich mal zeigen, was ich alles für das Bayerische Rote Kreuz zurecht gemacht habe. Und zwar hier, ich war super fleißig. Eine große Kiste, ein Karton, hier sind Winterjacken, hier eine von den Kindern. Hier die beiden, die sind von uns, eine von Esprit, von mir, die ziehe ich nicht mehr an, also die hatte ich wirklich viele, viele Jahre im Schrank. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, wenn es dann eben nicht genutzt wird. Und deswegen, ja, gebe ich es natürlich sehr, sehr gerne ab. Hier sind jetzt noch die anderen Sachen. Hier Esprit, Esprit, scheinbar stand ich mal total auf Esprit. Hier Sisley, also es sind wirklich viele, viele gute Klamotten dabei. Ja, und das kommt jetzt, wie gesagt, alles weg. Hier der Karton, der ist komplett voll. Viele gute Klamotten dabei, über die sich jetzt dann hoffentlich jemand anderes freut. Ja, und die bringe ich jetzt dann runter ins Auto. Ich brauche da ein bisschen Hilfe. Also jemand muss auf den Liam kurz aufpassen, sodass ich die Kartons und die ganzen Sachen jetzt hier runterbringen kann. Und dann geht das Licht aus. Wartet. So. Und ansonsten ist Liams Auto angekommen. Wollte ich euch ja auch noch berichten, ne? Der Porsche ist da! Das ist so, so cool, wenn er da drin sitzt, wie der Chef. Also, ja, alle Jungs hier sind total begeistert und freuen sich. Da ist allerdings eine Fernbedienung dabei. Also das sollte man auch noch dazu sagen, denn normalerweise sind solche Autos natürlich für Kinder ab, ja, sag ich jetzt mal 2,5 geeignet. Aber der Liam setzt sich hier rein, er wird angeschnallt. Ja, da ist sogar ein Anschnaller dabei. Und dann bekommt er eine Decke noch über die Knie. Und dann wird mit der Fernbedienung hier rumgelaufen. Und das ist total süß. Echt, der ist so begeistert. Man kann hier auch verschiedene Sachen noch drücken. Hier. Das findet er besonders toll.
Und das Allercoolste, man hat hier noch die Möglichkeit, wartet, ich drehe euch mal rum, so hier was anzuschließen, sodass man Musik laufen lassen könnte. Wie krass ist das bitte? Ja, mega, mega schön. Hier ist das coole Teil vom Liam. Wartet, ich zeige euch mal hier von hinten, weil das natürlich auch sehr wichtig ist. Gerade für die Männer, ne? Ist klar, mich interessiert ja sowas nicht, ob er jetzt einen Auspuff hat oder mehrere. Aber für meine Kinder ist es ein wichtiges, wichtiges Detail. Ja. So, und hier hinten steht auch schon ein Koffer bereit für Italien. Und da oben habe ich noch ein paar Sachen hingestellt. Und hier, da-da-da-da! Meine Mama bekommt nämlich einen neuen Staubsauger von mir. Den habe ich ihr gekauft beim Mediamarkt. Ich muss jetzt nur gucken, wie ich das Ganze dann irgendwie transportiere. Und da werde ich für euch einen Vergleich machen. Und zwar werde ich den schrecklichen Dyson Staubsauger mit dem hier, der ist von Philips, vergleichen. Ja, seid gespannt. Ja, Dyson ist ja bei mir komplett unten durch. Und hier sind jetzt noch ein paar Skiklamotten, die habe ich auch schon zurecht gemacht, denn der Alessandro wird ja mit der Schule Skifahren und da habe ich eben ein paar Sachen gebraucht. Ich habe jetzt mal ein bisschen was rausgesucht, was wir noch an Skiklamotten oder Winterklamotten, Schneeklamotten, wie auch immer, haben. Und eine Freundin, die hat mir die Sachen gebracht, die sie für ihren Sohn gekauft hat, denn er kann sie leider nicht verwenden, weil was total Boriges passiert ist. Jedenfalls kaufe ich ihr die jetzt ab. Und deswegen stehen die da unten, weil der Alessandro die noch probieren muss. So, meine Lieben, also, ich denke, das war es jetzt soweit von meiner Seite. Jetzt habe ich ganz schön viel gequatscht. Da ist die kleine, feine Bella. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ich euch wieder eine Runde mitgenommen habe. Ich mache jetzt hier mal weiter und nehme euch jetzt nicht mehr mit, denn das Licht ist jetzt gerade noch da. So kann ich jetzt hier noch ein bisschen was schaffen, noch ein bisschen was bearbeiten, Bilder und so weiter. Denn ja, das ist natürlich immer für uns Creator, was für ein komisches Wort, aber besser als Influencer, immer sehr, sehr wichtig, dass das Licht einfach passt. Also ich finde es ja immer total schlimm, wenn Videos so dunkel sind. Das hatte ich euch auch mal gesagt, aber ich glaube, vielen macht das gar nichts aus. Also viele achten da auch gar nicht drauf. Ja, okay, meine Lieben, also dann verabschiede ich mich von euch. Hinterlasst mir sehr, sehr gerne euer Feedback, da freue ich mich. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Am besten dann in Italien, ne? Ja, ich freue mich, wenn ihr dann mit dabei seid. Ich habe was ganz, ganz Besonderes vor in Italien. Ich hoffe, dass es klappt. Drückt mir die Daumen. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel verraten, weil wenn es dann nicht klappt, bin ich die Blöde. Deswegen sage ich jetzt erstmal nichts, aber ihr werdet es mitbekommen. Also, ich wünsche euch nur das Beste und freue mich, dass ihr bis hier dran geblieben seid. Und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!